Das Grab dieses großen Königs freizulegen wäre traumhaft, aber ich bin auf der Suche nach einem seiner Diener. Gabranos, ein mächtiger Magier und passionierter Gelehrter, ein Hüter der Sagen, genau wie es mir He was in possession of the Tanvi Orator, or whatever form of it preceded the one we know. I've seen it in ruins, alongside Gabranos' name. Scraps of the same symbols and verses we know in Rauatai. He must have held the words in high regard. Or perhaps he was even the author. Er war im Besitz des Tanvi Uratora oder der Form, die der uns bekannten vorausging. Ich habe es in den Ruinen neben Gabranos Namen gesehen. Reste derselben Symbole und Verse, die wir auch in Rauatai kennen. Er muss die Worte in hohen Ehren gehalten haben oder vielleicht hat er sie sogar geschrieben. Lass uns mal auf die Suche gehen. Dieser Gabranos scheint dich ja sehr zu beeindrucken. Man sagt, er hätte die Macht über die Elemente besessen. Kana hustet. Seine Schriften interessieren mich aber mehr, denn er war ein äußerst produktiver Autor. Ich konnte noch nicht alles übersetzen, aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass er sehr weit herumgekommen ist. Wenn ich ihn nur getroffen hätte, welche Weisheiten er mitzuteilen hätte. Wir können auf seinem Beispiel folgen und danach streben, von denen um uns herum zu lernen und uns dadurch zu verbessern. Das klingt in der Tat beeindruckend. Jetzt, da ich seine Loblieder gesungen habe, mag es arrogant erscheinen, aber als ich diesen Text las, fühlte es sich an, als würde ich durch einen Spiegel eine ältere Version von mir selbst betrachten. Kana lacht. Lächerlich, nicht wahr? Wie auch immer, ich bin kein Herr über die Elemente. Warum ist dieses Buch denn so wichtig? Rauatai stehen schwierige Zeiten bevor. Einst waren wir ein geeintes Volk, aber das ändert sich gerade. Und im Zentrum von all dem steht das Tanvi Orator. Es gibt jene, die behaupten, wir hätten uns nicht an seine Einleitung gehalten, dass wir uns gestattet haben, schwach zu werden und dass wir unsere Traditionen durch die Aufnahme von Fremden beschmutzt haben, anstatt die Lande um uns herum zu beanspruchen. Dass wir uns diese Tradition halten müssen, wenn wir aus uns eine gefürchtete Nation machen wollen. Meine Brüder wollten es nicht anders, aber um Rauatai zur Größe zu verhelfen, müssen wir uns nicht selbst isolieren. Ich weiß, dass hinter dem Gesang noch mehr steckt. Es wurde nicht vor tausenden Jahren aus Sand und Wasser geschaffen, sondern von den Invitanern nach Rauatai gebracht, also von einem Volk, das den Wert von Bündnissen kannte und das sein Wissen mit uns teilte. Und mit diesem Wissen haben wir Rauatai zu dem gemacht, was es heute ist. Wenn ich das Original finden kann, kann ich es beweisen. Dann werden Sie verstehen, dass der Gesang viel älter ist, als wir dachten, dass wir irgendwie Tana Frieden und Wissensaustausch bevorzugten. Wenn wir in Ihre Fußstapfen folgen, können wir ein Königreich formen, das ihrem in Größe und Dauer in nichts nachstehen wird. Das Abwenden von Konflikten ist ein edles Ziel. Wie soll denn ein einziges Buch die Denkweise aller in Rauatai verändern? Der Schlüssel zu einer dauerhaften Zivilisation liegt in der Eroberung. Selbst die Ingvitaner müssen das doch gewusst haben. Wie kannst du dir sicher sein, dass was die Ingvitaner glaubten? Aber die Ingvitaner sind alle längst gestorben. Und wenn es jemand geplündert hat, ich verstehe. Nehmen wir das Erste. Das Abwenden von Konflikten ist ein edles Ziel. Und ein hochmütiges noch dazu. Ich weiß, Kanagrins. Ich freue mich, dass du es auch so siehst. Ich spüre, dass das für Rauatai der bessere Weg ist. In unserem Volk gibt es viele Rassen und wir haben schon immer zusammengehalten. Ich spüre, dass uns Großes bevorsteht. Lass uns mal auf die Suche gehen. If my sources are correct, Gabranos will have brought the text with him. It will probably be within a library. Or a tomb, perhaps. It tends to be one of the two. Wenn meine Quellen stimmen, wird Gabranos den Text bei sich haben. Er wird sich wahrscheinlich in einer Bibliothek befinden oder vielleicht in einem Grab. Eine der beiden Möglichkeiten wird es wohl sein. Let's be off. Lass uns loslegen. Ja, vorher will ich aber noch was anderes machen. Kann ich das hier unten? Nein. Dafür müssen wir eins höher, dann sind wir wieder in der Festung. Auch wenn wir eigentlich noch in der Festung sind. Aber ich möchte meine Gruppe mal wieder umstrukturieren. Hier sollte es gehen, oder? Ja. May Wal watch your step. Ivarias mal raus.
Our paths shall part. Die trauernde Mutter raus. Durns und Alof wieder rein. Will ich Sargani raus? Nein, eigentlich nicht. Weil Sargani durch Palegina ersetzen bringt es gerade auch nichts. So. Dann gehen wir durch in seinen Stufenaufstieg. So, Bonuszauber. Inspirierender Glanz. Genauigkeitsbonus. Mehrender Glanz. Inspirierende Flamme. Nö, brauchen wir nicht. Feinde erleiden durch den heiligen Glanz des Priesters Brandschaden. Das wäre nice. Die Verurteilung eines Feindes durch den Priester werden treffen, da wodurch die Genauigkeit seiner Verbotsfähigkeit gesteigert wird. Nee, nehmen wir strahlender Glanz. Durins Zauber benutze ich eh nicht so häufig wie die von Alof. Ja, das sieht okay aus so. Ja. Kann ich noch irgendwen irgendwie ausrüsten? Durens hat immer noch einen möchte gern guten Bogen. Ach, geben wir ihm mal so einen. Der wäre was für Alof wahrscheinlich. Schwacher Schutz im Hang, besitzt er schon, ja. Kriegt er den besseren? Gut. Haben wir noch einen guten Rapier oder so? Mal kurz gucken, mit was kann Alof alles umgehen? Mit gar nichts, weil wir vergessen haben, ihm mal sowas zu geben. Also können wir ihm gerne das gute Stilett geben. Auch wenn er mit dem Ding mehr Genauigkeit hat als mit dem Stilett. Dann bleibt das halt so. I'm here. So, und dann geht's jetzt endlich mal weiter runter nach die Tiefen von Ot-Nur. I'd be glad to. Was ich wenigstens finden will, also was ich jetzt nicht in dieser Aufnahmesession habe, aber solange wir noch Nua sind, erreichen will, ist wenigstens den zweiten Ausgang finden. I'm on the trail. Ja, hier sind nur Xaurips.
Was stand da? Dieses krumme Bildnis wurde aus Baumstämmen, Schuppenhaut und Knochen zusammengeschustert. Die Spitze schmückt einen Menschenschädel. Lava will be on seat. These ones are in for a walk. So, das waren ein paar Xaurips. Certainly. I shall be discreet. Look there. I'll take a look. Oh, sehr viele Silberlusken. Dass wir sowas hier finden, ist interessant. Das hier sieht fast aus wie Xaurib-Quartiere. Kleiner Lindwurm. I have them. Let's end this. What? Nice and quiet. Also ja, wir haben nachher wieder richtig viel Zeug zum Verkaufen. There you go. Oh, eine zerbrochene Klinge. Die Klinge der endlosen Pfade. Ja, die war besonders. Stimmt. Ah, das ist eine Aufgabe, gell? Eine berühmte uralte Waffe wurde in Stücke geschlagen, die man in den endlosen Pfaden von Odnua verstreute. Vielleicht kann die Waffe wieder neu geschmiedet werden, wenn alle Bruchstücke wieder auftauchen. Bei der Erkundung der endlosen Pfade habe ich etwas entdeckt, bei dem es sich um ein Stück einer uralten Waffe zu handeln scheint. Vielleicht kann ich an anderen Orten in den Ruinen noch weitere solche Stücke finden. Ich habe einen Teil der zersplitterten Klinge gefunden. Allein ist das Bruchstück wertlos, aber wenn ich den Rest der Klinge finde, kann sie vielleicht neu geschmiedet werden. Ja, ich guck mir noch den Raum hier oben an. Hi. Habe ich gerade dein Haustier getötet? Dieser Zauber liegt in einer Ecke der Kammer. Unter seiner schuppigen Haut zeichnen sich deutlich die Rippen ab und er atmet angestrengt. Jeder pfeifende Atemzug bereitet ihm offensichtlich Unbehagen. Sarani blickt die Kreatur mit zusammengekniffenen Augen an. Dieser hier ist krank. Siehst du, wie stumpf die Augen sind? Er scheint nicht auf deine Gegenwart zu reagieren. Den Xaurib untersuchen. Du inspizierst die kranke Kreatur und bemerkst, dass ihre Haut hier und da mit hässlichen gelben und fahlvioletten Flecken verfärbt ist. Du bemerkst, dass diese Flecken mit der Platzierung der rituellen Farbe, die auf die Kreatur geschmiert wurde, übereinzustimmen scheint. Der Xaurib die Kehle durchschneiden. Der Xaurib gibt kaum ein Geräusch von sich. Du hörst ein gedämpftes, nasses Gurgeln und da liegt die Kreatur reglos da, während sich neben dem ausgetrockneten Körper eine Blutpfütze bildet. Bald darauf dann werden die Augen leblos und glasig. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn man lange genug auf einem Bauernhof arbeitet, versteht man es. Auch wenn es nie leicht ist. Ja, ich habe ihn einfach mal erlöst. Den Xaurib. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, ist es mal wieder Zeit zu speichern.
Das ist jetzt Let's Play 022. 20, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.